Ich persönlich, nach dem ersten Schwedenspiel, wo wir knapp 0-1 unterlegen waren, wir haben ein gutes Spiel gezeigt, waren eigentlich die bessere Mannschaft in meinen Augen, hätten das durchaus gewinnen können. Und da hat es bei mir persönlich zum ersten Mal Klick gemacht, ich sagte, wow, auch die Schweden sind schlagbar und ja, wir sind ja auch eine der besten Nationen. Und wir gedacht haben, okay, wenn wir gegen die so gut ausschauen können, dann können wir das gegen andere bestimmt auch. Ja, und dann haben wir uns einfach ein Herz gefasst, haben gut zusammengespielt, sind als Team gewachsen, haben die Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten und ja, waren auch noch ein bisschen frech dazu und ja, dann hat es halt einfach geklappt und wir sind super stolz mit dem Ausgang.